Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Anlass, den wir sehr spontan eigentlich organisiert haben. Ihr alle habt hoffentlich den Film gesehen, die Dokumentardarstellung. Ich bin ein B-Mensch, sagt Sven ganz am Anfang des Films. Dieser Satz hat mich sehr berührt, als er das sagte. Noten sind heute, wie schon vor langer Zeit auch, die Währung der Schule. Eine Währung, die stehen bleibt, die bestehen bleibt und die immer noch darauf abzielt, dass wir eine gaußsche Glockenkurve haben und uns darauf auch beziehen. Der Gedanke der Integration, der Individualisierung und diese Notengebung, das schneidet sich, das wissen wir alle. Das gibt immer wieder Herausforderungen, schwierige Situationen. Es ist schlicht und einfach ein Dilemma. Also wie kann ich individualisieren, aber zugleich muss ich dann eine Note geben, die sich an der Norm der Klasse ausrichtet. Es geht bei diesem Talk nicht darum, dass wir die Handlungen im Film auseinandernehmen, dass wir diese besprechen. Denn jeder von uns weiß, wie das ist, wenn man wirklich vor der Kamera steht. Das ist eine sehr schwierige Situation auch. Es geht wirklich darum, das Dilemma zu beleuchten und zu schauen, wie können wir damit umgehen, wenn es nicht absehbar ist, auch, dass wir diese Benotung einfach auflösen können. Wir haben dafür Schulleitungen aus verschiedenen Kantonen bei uns, und zwar Conny Christen, Janine Bonadimann und Jörg Berger aus dem Kanton Zürich. Wir haben bei uns Daniel Jeseneck aus dem Kanton Aargau und Philipp Villiger aus dem Kanton Bern. Ich betone die Kantone speziell, da sie verschiedene Rechtsgrundlagen haben. Also das werden wir heute Abend auch hören. Wir können nicht immer vom Gleichen ausgehen. Die Möglichkeiten sind sehr verschieden. Auch zum Beispiel im Kanton Thurgau gibt es kein Langzeitgymnasium. Was bedeutet das, wenn der Übertritt erst ab der zweiten SEC zum Beispiel erfolgt und nicht bereits ab der sechsten Primarklasse? Ja, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Wir sind jetzt gerade 100 Personen. Das freut mich außerordentlich. Bitte schaltet euch über den Chat hinzu. Ihr könnt dort Fragen notieren. Ihr könnt dort auch am Rand diskutieren. Das Hauptwort will ich heute Abend unseren 5 Gästen geben, den Schulleitungen. Und zuerst wird die Frage sein, wie habt ihr diese Doc erlebt? Dann werden wir aber sehr, sehr schnell hinübergehen auf die Frage, und was macht ihr jetzt mit dieser Ausgangslage? Also wie geht ihr damit um, dass ihr tagtäglich in diesem Dilemma steckt? Wir werden diesen Abend aufnehmen, also diese Zoom-Übertragung. Ich werde sie dann nachher auch zur Verfügung stellen für diejenigen, die sie noch später schauen wollen. Ja, dann würde ich jetzt gerne das Wort übergeben. Und zwar, Conny, magst du gleich beginnen? Kannst du kurz umreißen, wie es dir ging beim Ansehen dieses Films? Ja, also es ging mir überhaupt nicht gut. Einerseits finde ich es interessant, mal die Perspektive der Schüler zu sehen, weil ich finde, das ist etwas, was man häufig ja, vergisst. Es hat vor allem Sven und Imran haben mich extrem beeindruckt, aber auch beelendet, weil ja, ich denke, die haben ganz viele Qualitäten, die gar nicht zum Zuge kommen in dieser Notengebung oder in diesem Übertrittsverfahren. Und das finde ich extrem schade. Also ich finde, da gehen wir einen ganz komischen Weg oder das müsste einfach irgendwie anders laufen. Ja, also ich meine, auch wenn man an die Future Skills denkt, wo Kreativität gefragt ist, wo Kommunikation, Zusammenarbeit gefragt ist, ich finde, dass das wird einfach viel zu wenig berücksichtigt in diesem Übertrittsverfahren. Und ja, es ist mir wirklich schlecht gegangen und ich habe mir auch vorgenommen, da etwas dagegen zu machen oder zu unternehmen. Aber es hat natürlich mit dem System zu tun und das ist immer sehr schwierig, da was zu ändern. Danke, Conny. Ich bin gespannt dann auf deine Gedanken, was du damit machen willst. Jörg, magst du gleich weitermachen?
Ja, sehr gerne. Also auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich finde es wirklich eindrücklich. Aber es ist dir schon gesagt, Rahel, in wenigen Tagen so viele Leute, die sich da mit einbringen und diskutieren schon im Vorfeld auf den Social Medias. Unglaublich. Mir hat der Film wahnsinnig gut gefallen. Ich war sehr gespannt. Ich hatte hohe Erwartungen. Ich finde es nicht einfach, einen Film zu diesem Thema zu machen, der dann irgendwo doch ausgewogen ist. Und das so erlebe ich diesen Film. Ich war in diesem Sinne überhaupt nicht schockiert. Ich war sehr betroffen. Gewisse Szenen fand ich grenzwertig. Da sehe ich wirklich eine Problematik. Gleichzeitig habe ich aber auch gespürt, weshalb ich seit 20 Jahren mich für Schule und Bildung engagiere, weil auch da wieder diese jungen Menschen, das geht einem sowas von direkt ins Herz. Also das waren unglaublich berührende Erlebnisse. Es war äußerst persönlich. Also ich staune über diese Protagonistinnen und Protagonisten, wie sie sich geöffnet haben, auch die Lehrerinnen und Lehrer, die in diesem Film porträtiert werden. Also Hochachtung, das braucht was. Und das war wirklich sehr, sehr schön inszeniert, auch von Lucius. Vielen Dank, Janine. Ja, danke dir, Rahel. Ja, ich kann mich eigentlich anschließen meinem Vorredner Jörg und auch Vorrednerin Conny. Mich hat der Film wirklich auch sehr bewegt, also betroffen gemacht auch, so dass so die Emotionalität, die da im Film gezeigt wurde, die schwappte wirklich zu mir durch den Bildschirm rüber. Und für mich kam auch immer wieder das Beziehungsdreieck nach vorne. Also es ist ja nicht nur die Schüler, die da waren, und es braucht ja auch wirklich Mut, dass man sagt, jawohl, ich lasse euch hinein in mein Schulzimmer, in mein Zimmer zu Hause und auch in meine Stube mit den Eltern zusammen, wo man immer wieder sieht, was das für verschiedene Konstellationen sind und wo die Schüler überall drinstecken. Ja, also ich habe auch so die verschiedenen Diskussionen verfolgt auf Social Media und habe auch da wirklich viel Betroffenheit gespürt und auch ein bisschen Ohnmacht, also dass man so ausgeliefert ist im System. Also das merke ich auch immer wieder, dass man möchte etwas bewegen, aber man merkt, ach, wo, an welchem Rad kann ich denn jetzt drehen, damit dann endlich mal was geht? So, ja, so das Ohnmachtsgefühl hat mich doch sehr erhascht wieder mal bei diesem Film. Danke vielmals, Janine. Dani? Ja, ich kann mich gar nicht den Vorrednerinnen und Vorrednern anschließen. Für mich war es nicht irgendwie eine Überraschung, was ich da gesehen habe. Für mich war das irgendwie klar, dass genau das eigentlich zum Vorschein kommt. Ich habe den Film auch noch ein bisschen aus natürlich einer filmgestalterischen Perspektive angeschaut. Ich habe mit einigen von diesen Leuten zusammen in Luzern studiert, die diesen Film verantworten. Ich kenne Stefan Heiniger, der die Dramaturgie dieses Films gestrickt hat. Es ist von der Perspektive her auch vieles weggelassen, muss man sagen. Also man sieht nicht viel ins Schulzimmer rein. Der Film setzt sich stark mit den Kindern auseinander, mit der Sichtweise der Kinder. Wir sehen eine Schule, die nach Hause kommt, die zu Hause vieles auslöst. Ich finde es fair, dass zum Beispiel vom Unterricht relativ wenig gezeigt worden ist. Und man muss sicherlich heute Abend vorsichtig sein, dass wir da über den Unterricht nicht allzu viel reininterpretieren. Ich habe auch Positives gesehen. Ich finde durchaus die Beziehungsebene zwischen den Schülern und den Lehrpersonen, die habe ich zum Teil sehr positiv überrascht. Ich denke, diese ganze Schokokuchengeschichte um Sven, die ist zwar an einem sehr blöden Beispiel aufgehängt, aber eigentlich muss man sagen, ist die Beziehung zwischen der Lehrerin und dem Schüler da eine sehr schöne Beziehung, weil sie schäkern miteinander, sie reden über das Ganze. Sven nimmt sich Zeit, da auch seine Wettschuld einzulösen, auch wenn das eine blöde Wette ist. Aber eigentlich ist das, finde ich das toll, dass man auch das gesehen hat. Wie auch das spezielle Zeugnis, das er am Schluss bekommen hat. Ich hoffe, es hat nicht nur er das Zeugnis bekommen, sondern auch die anderen Schüler. Aber das hat mich auch positiv gestimmt in diesem Film. Vielen Dank, eine sehr spannende Perspektive. Dann würde ich gerne Philipp das Wort geben. Er arbeitet, wie gesagt, im Kanton Bern. Philipp, du kannst dann vielleicht bereits schon ein wenig den Übertrag machen. Ich weiß, dass du dich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hast. Wo stehst du heute? Vielleicht kannst du gleich darüber noch etwas erzählen.
Ja, gut, ja, der Film hat mich auch sehr berührt. Er hat mich einerseits betroffen gemacht. Es, du hast am Anfang gesagt, diese B-Menschen, ich habe auch gehört, zum Beispiel ein 4, ich bin ein 4 bis 5 Mensch. Man hat fast das Gefühl, dass sich das Lernen da auf eine Zahl reduziert und das ist dann manchmal noch mit Belohnung und Bestrafung verbunden. Ich habe auch gesehen, dass einige Kinder wirklich Angst haben. Sie haben Angst, wenn sie das Zeugnis zu erhalten am Ende des Schuljahres. Ich habe aber auch sehr schöne Momente gesehen in diesem Film, die mich berührt haben. Zum Beispiel dieser Junge, der wirklich Kraft schöpfen kann aus seiner Beziehung mit Schlangen und diese fast Schlussszene, wo er da in dieser Tierhandlung ist und sagt, er möchte gerne da arbeiten und auch mit seinem gewissen Schalk und einem gewissen Witz. Und auch, dass Talente gezeigt wurden von den Kindern, das Gitarrenspielen und so weiter. Ja, ich beschäftige mich bei uns an der Gesamtschule Schüttberg mit der Beurteilung seit einigen Jahren sehr intensiv. Wir haben bei uns in einem Schulversuch die Beurteilung durch Noten abschaffen können und setzen auf andere Beurteilungsinstrumente. Jetzt machst du uns natürlich gewundrig, auf welche Beurteilungsinstrumente setzt ihr und wie funktioniert das? Wie müssen wir uns das vorstellen? Philipp, kannst du etwas dazu sagen, wie er das genau macht? Ja, jetzt war gerade meine Internetverbindung instabil, aber jetzt kann ich etwas dazu sagen, ja. Es sind keine Beurteilungsinstrumente, die neu wären. Es gibt ganz viele Schulen oder ich denke, alle Lehrkräfte arbeiten mit solchen Beurteilungsinstrumenten. Es sind Rückmeldungen in verbaler Form, schriftlicher Form. Es sind, wir machen Lerngespräche mit den Schülern, Coaching-Gespräche, wo wir Ziele setzen gemeinsam mit den Schülern. Es gibt einen intensiven Dialog über das Lernen mit den Schülern in ganz unterschiedlichen, mit allen möglichen Instrumenten. Und am Ende des Schuljahres erhalten die Schüler einen Beurteilungsbericht in verbaler Form, wo die Kompetenzen oder der Lernstand der Schüler beschrieben wird. Und ganz wichtig dazu, zu diesem Beurteilungsbericht gibt es auch einen persönlichen Brief, den wir an den Schülern schreiben. Und ein ganz wichtiges, ein zentrales Beurteilungsinstrument ist ein Portfolio, wo wir Arbeiten und Produkte und Lernspuren sammeln von den Schülern, diese reflektieren. Und am Schluss gibt es ein Buch oder ein Heft, das die Schüler auch ausstellen können oder nach Hause nehmen. Und die Eltern schreiben auch eine Rückmeldung in dieses Portfolio zum Jahreswerk der Schüler. Und das ist immer der schönste Moment im Jahr, wenn die Eltern dann, die schreiben zum Teil 2 Seiten unheimlich berührende Briefe den Schülern. Und das ist da denke ich dann manchmal, also da muss ich dann gar nichts mehr machen. Das ist die beste Beurteilung, die es gibt. Ihr seid eine öffentliche Schule, keine private Schule. Ihr schreibt keine Zeugnisnoten mehr. Wie geht das? Also wie seid ihr dazu gekommen? Ich habe das im Rahmen einer Masterarbeit, habe ich ein Konzept geschrieben, wie die Beurteilung funktionieren kann ohne Noten. Und ja, so sind wir dazu gekommen. Wir sind eine Gesamtschule und haben eine sehr heterogene Lerngruppe. Und als ich hier zu arbeiten begonnen habe, habe ich sehr schnell gemerkt, dass es eigentlich nicht funktioniert mit den Noten, weil der soziale Noten werden häufig aufgrund eines sozialen Vergleiches erstellt. Es wird eine Rangordnung innerhalb der Klasse erstellt mit den Schülern. Du hast diese Glockenkurve erwähnt. Es gibt einige Schüler, die sind schlecht, einige, die bewegen sich im Mittelfeld und einige, die sind gut.
dass zum Beispiel alle Schüler schlecht beurteilt werden, das geht nicht. Und bei uns ist die Lerngruppe so heterogen, dass es keinen Sinn macht, eine Note zu machen. Ich habe mir die Frage gestellt, was gebe ich einem Schüler, der sich unheimlich anstrengt, aber trotzdem schwache Leistung zeigt, was gebe ich jetzt diesem Schüler für eine Note? Und wenn ich diesem Schüler eine schlechte Note gebe, dann verliert er die Lernmotivation. Und wenn ich diesem Schüler eine gute Note gebe, ist das ein Problem, weil vielleicht ein anderer Schüler viel besser ist, aber sich kaum anstrengt für dieselbe Leistung. Vielen Dank, Philipp. Jörg und Janine und Conny, ihr seid im Kanton Zürich, da ist der Fall ein wenig anders. Wie geht ihr mit dieser Situation um? Ich starte sonst gerne. Ich möchte zuerst noch etwas zum Druck und zum Leistungsdruck allgemein sagen. Ich glaube, es ist auch in den Vorgesprächen und in den Chats heiß gelaufen, wie viel Druck ist jetzt gesund und nötig. Und wir haben in Form eines Gesamtelternabends vor 2 Jahren diese Frage auch mit den Eltern und zuvor auch in den 5-6-Klassen mit den Schülerinnen und Schülern bearbeitet. Also meine Lehrerinnen und Lehrer der Mittelstufe 2 haben die Kinder damals befragt, was für sie Leistungsdruck bedeutet. Und wir haben das auch in einem Gesamtelternabend, an dem unser gesamtes Schulteam mitgeholfen hat, versucht, dem auf die Spur zu gehen. Das war sehr interessant, wie ausgewogen diese Einschätzungen waren. Von den Schülerinnen und Schülern merkten wir, dass auch sie sich selber einen gewissen Druck auferlegen, vielleicht aber auch einen gewissen gesunden Druck. Im Film gab es auch Szenen, wo das vielleicht manchmal zu kippen drohte. Und gleichzeitig waren wir auch auf der Erwachsenenebene der Meinung, dass ein gewisser Leistungsdruck durchaus zum Lernen dazu passt, dass die Freude am Leisten aber ganz klar im Vordergrund stehen soll. Und das ist auch etwas, was ich mich immer wieder darauf besinne, so dass es Freude machen soll, zu leisten. Es ist auch ein bisschen das Sportliche vielleicht, wo ich auch viel Erfahrung habe, zu performen, etwas auch zu erreichen und dann stolz zu sein. Also ich glaube, all diese Emotionen, die gehören zum Lernen und auch zur Schule und zur Bildung dazu. Und es wäre schade, wenn wir im Zuge der 70er Jahre, und ich glaube, das hängt bei vielen von uns noch ein bisschen mit, so dieser Gedanke, möglichst keinen Druck zu erzeugen. Ich glaube, von dem sollten wir möglichst wegkommen, aber bitte einen gesunden Druck. Das ist noch so ein Vorplädoyer. Dann glaube ich, ist es ganz schön zu sehen, dass auch im Kanton Zürich, wo doch vieles zentralisiert ist und wo es ein Reglement gibt über das Zeugnis, doch einige Schulen im Kleinen, manchmal auch eine eigene Klasse, auf ganz neue und stimmige Ideen kommen und das meistens gemeinsam mit den Eltern. Und das finde ich sehr bemerkenswert, wenn man an einem Elternabend nach wenigen Wochen miteinander ins Gespräch kommt und sagt, so, und jetzt, wie gestalten wir das? Das ist nicht an unserer Schule der Fall, wir sind noch nicht so weit, aber sie liegt gar nicht so weit von uns weg und es sind auch einige von dieser Schule heute Abend mit eingeschaltet. Ich finde das ein zum Beispiel hervorragendes Beispiel, wo man dann wirklich im Kleinen eine für alle stimmige Lösung findet und dann vielleicht auch ohne Noten arbeitet im Zeugnis. Vielen Dank. Conny? Ja, ich kann hier vielleicht ansetzen. Ja, im Kanton Zürich ist es so, dass man ja ein Zeugnis schreiben muss. Also es muss Ende Semester oder Ende Jahr sicher ein Zeugnis gemacht werden. Bei uns versuchen die Lehrpersonen das ein bisschen zu umgehen, dass sie auch Wortrückmeldungen geben den Schülern. Das wird auch am Elternabend so den Eltern erklärt. Und trotzdem kann man natürlich aus den Formulierungen auch schon ein bisschen herauslesen, in welche Richtung es geht, ob A, B, C. Oder das ist dann so wie ein bisschen eine Mogelpackung, finde ich. Aber man versucht zumindest so ein bisschen förderorientiert oder eben mit Worten formativ zu beurteilen. Ich finde, es ist ein Vorteil, an einer Gesamtschule zu sein oder zu unterrichten, weil wir hier versuchen, die Übergänge schon vom Kindergarten in die Primarschule, vom Primar in die SEC so ein bisschen
sanfter zu gestalten. Man kennt die Schüler, man kennt die Lehrpersonen, die Zusammenarbeit ist sehr eng, auch mit den Eltern. Und ich finde, dass das erleichtert sehr vieles. Und ich denke, es nimmt auch ein bisschen Druck weg von den Schülern und von den Eltern. Also dieser Konsens, den finde ich extrem wichtig. Und eben die Schüler über die ganzen neuen Schuljahre begleiten zu können. Für uns, denke ich, ist das ein guter Weg, so auch im Kleinen halt. Goni, vielleicht noch kurz, ihr arbeitet mit altersdurchmischten Klassen. Ja, wir haben auf der Primarschule immer 2 Jahrgänge, 1., 2., 3., 4., 5., 6, wo wir ADL haben, also altersdurchmischte Klassen. Auf der Sekundar sind wir ABC gemischt, also sind alle in der gleichen Stammklasse. Und lustigerweise haben wir bis jetzt Französisch und Englisch getrennt. Jetzt haben wir aber organisatorisch bei 2 Klassen mit 30 A-Schülern und 10 BC. Und jetzt haben die Lehrpersonen von sich aus gesagt, dass sie selber eigentlich klassenweise unterrichten möchten. Also immer Stammklasse, auch Französisch-Englisch. Und das, ja, das machen wir jetzt. Und ich denke, da werden die Grenzen noch mehr verfließen. Also in der Realität merkt man nicht, wer ein ABC-Schüler ist eigentlich. Und die Wechsel können, also die Übertritte von einem Niveau ins andere, kann natürlich auch sehr schnell und sehr unbürokratisch passieren. Vielen Dank. Dani, wirst du gleich anhängen, auch mit der Altersdurchmischung, die ihr bei euch lebt? Ja, ich kann jetzt zur Altersdurchmischung gar nicht allzu viel sagen, da wurde ja viel schon gesagt. Für mich stellt sich immer die Frage, ja, wo braucht es überhaupt Noten? Und das ist, so wie ich es jetzt dann auch im Chat lese, ähnlich im Kanton Zürich wie auch bei uns im Kanton Aargau. Die Promotionsverordnung sagt, es braucht im Zeugnis eine Note. Und im Kanton Aargau ist die Laufbahnverordnung völlig klar. Sie sagt aus, dass es während dem Unterrichtsbetrieb, während dem Semester keine Noten braucht. Da gibt es auch andere Formen der Rückmeldung. Man kann Wortprädikate einsetzen, man kann Berichte schreiben, man kann eigene oder andere Codes verwenden. Und die Frage, die ich mir dann immer stelle, ja, wie kommen diese Noten dann auch schlussendlich zusammen? Oder wie entsteht eine Note? Und ich denke, das ist die entscheidende Frage. Oder wenn ich die Note nur im Zeugnis machen muss, muss ich mir eine Strategie überlegen, ja, wie komme ich dann dazu? Und ich denke, das ist die große Krux, die auch dieser Film gezeigt hat, oder? Und viele Schulen und Notenverwaltungsprogramme arbeiten mit diesem arithmetischen Mittel. Und wenn man die Promotionsverordnungen genau studiert, dann weiß man oder merkt man, eigentlich ist das untersagt, weil es heißt, es braucht einen professionellen Ermessensentscheid der Lehrperson. Und da gibt es mehrere Faktoren, die sie einbeziehen muss in diese Notengebung. Das eine ist, sie muss die verschiedenen Belege gewichten. Nicht jeder Beleg ist gleich schwer, sozusagen, wenn man das jetzt physisch betrachten möchte. Und das Zweite ist, bei uns im Kanton Aargau, man muss die Entwicklungsperiode betrachten. Also wie hat sich der Schüler im letzten halben Jahr entwickelt? Und das muss in diese Note einfließen. Und meines Erachtens machen da ganz viele Lehrpersonen und Schulen halt ihren Auftrag nicht wirklich. Und deshalb bin ich sehr kritisch mit diesem arithmetischen Mittel. Punkt. Klare Worte. Danke, Dani. Andi Brucker, du hältst auf. Eigentlich nicht, ich habe nur Dani applaudiert für sein Votum gegen das arithmetische Mittel. Danke vielmals. Janine, wie sieht es bei euch aus? Wie arbeitet ihr? Wie wollt ihr auch weiter vorwärts gehen? Genau, ich wollte das noch bestätigen, was Dani gesagt hat. Wir im Kanton Zürich haben das eigentlich auch so, dass wir vor allem am Ende des Jahres oder im Semester die Zeugnisnoten setzen müssen. Und auch hier ist es eigentlich schon so gedacht, dass man eben nicht einfach sagt, alle Noten, die wir erhalten, zählen wir zusammen und das macht die Note aus. Nur haben wir einfach noch ganz viele Lehrpersonen auch, die so aufgewachsen sind. Und das
ist noch so tief in uns drin, dass wir das noch aufbrechen müssen. Und ich glaube, da kann man auch niemandem einen Vorwurf machen. Das ist erst mit der Zeit gekommen und daran müssen wir arbeiten. Und das hat auch ganz viel mit unserem Mindset zu tun, dass wir daran arbeiten müssen. Oder wie blicke ich auf ein Kind? Ja, eben, es bringt die Leistung vielleicht in einem Test in Anführungs- und Schlusszeichen nicht, aber es hat sich so fest eingesetzt. Wie gewichtig das jetzt, oder? Schaue ich nur, was auf dem Papier steht, oder sehe ich auch den Weg, wie es dahin gekommen ist? Und das, glaube ich, ist noch ein Prozess, der vielleicht einige schon vorangetrieben haben und wo vielleicht andere davon lernen können und profitieren dürfen und andere sich vielleicht erst auf den Weg machen. Wir haben uns das nun für die nächsten 4 Jahre ein bisschen auf die noch nicht Fahne geschrieben, aber wir möchten mit dieser individuellen Lernbegleitung uns eigentlich auf den Weg machen. Und wir merken auch da im Team, oder es gibt Lehrpersonen, die sind total begeistert und andere sind vielleicht eher vorsichtig, vielleicht auch mit Ängsten behaftet, weil sie gar nicht recht wissen, ja, was kommt jetzt überhaupt auf mich zu mit dem? Also zuerst mal auch versuchen, Verständnis zu schaffen und eben auch nicht immer mit der wie sagt man, vorgehaltenen Hand, ja, die haben ja einfach keine Ahnung, die wissen nicht, was geht. Ja, aber bis anhin war es ja immer so und wir versuchen, alle mit auf den Weg zu nehmen. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, also alle von uns sind ja mal in die Schule gegangen und alle von uns sind in diese Schule gegangen oder alle von uns, oder ich weiß nicht, wie der Altersschnitt hier ist, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass ganz viele die Schule besucht haben, wo es einfach hieß, gut, du hast 3x1 5 gemacht, macht eine 5 im Zeugnis, fertig. Da wurde gar nicht darüber diskutiert, über den Lernweg oder den Lernprozess. Und ich glaube, das ist etwas, das wir auch noch ganz fest fördern müssen in der Öffentlichkeit und bei den Eltern, so wie es auch Jörg angetönt haben. Wir brauchen wirklich auch die Eltern in diesem Boot. Und erst wenn wir alle zusammen wirklich das Gefühl haben, nicht nur sagen, ja, okay, das habe ich auch mal gehört, sondern wirklich auch das Gefühl haben, wohl, wir gehen zusammen vorwärts. Ich glaube, dann können wir wirklich etwas bewegen und das braucht noch ein bisschen Arbeit. Da ist noch ein bisschen Arbeit vor uns, glaube ich. Ja. Ja, und diese Arbeit, die lohnt sich auch. Also ich glaube, wir werden auch an diesen Punkt kommen, wo wir über Begrifflichkeiten sprechen und merken, wenn es um Noten geht, und ich bin kein Befürworter von Noten an sich, aber genauso wenig bin ich Befürworter von Worten oder von Farbcodes. Es geht darum, was wir damit bezwecken wollen, also das Wozu. Ich bringe immer das Simon Sinek mit Start with Why. Also wir müssen uns wirklich zuerst überlegen, wozu brauchen wir die Beurteilung? Und diese Frage wird uns wirklich abgenommen. Das ist das erste Problem. Ich möchte dann später in unserer Sendung danach darauf zurückkommen. Das ist die Selektion. Mache ich jetzt keinen großen Tamtam drum. Da komme ich dann später noch darauf zurück. Aber das ist wirklich das, was bei uns das Zeugnis und die Noten auch in Richtung 5., 6. Klasse, im Film ist es nicht zufällig, diese Stufe, die da ausgewählt wurde, einfach dann wirklich zum Problem macht. Und es ist ganz schwierig, das einfach irgendwie von sich zu weisen. Und ich glaube, alle sind betroffen, die Lehrerinnen und Lehrer an vorderster Front, die Eltern zu Hause und natürlich in erster Linie auch die Kinder. Und ich glaube, da, Selektion, bitte Rahel, auf Bucketlist für später. Und das zweite große Problem, das wir haben, ist, wir sind nicht in der Lage, fair zu beurteilen. Also wir Lehrerinnen und Lehrer und auch die Schulleiter, Schulleiterinnen, wir müssen einsehen, dass wir es nicht können. Wir machen es wirklich nicht gut. Wir haben schon frühere Forschungen, Chronik, Uni Freiburg, aber auch neuere Forschungen von Herrn Neuenschwander, Fachhochschule Nordwestschweiz. Das ist wirklich, wenn man diese Ergebnisse sieht, dann wird es einem bang, wie wir gleiche Leistung unterschiedlich beurteilen und das mit gutem professionellem Hintergrund. Dann haben wir auch noch eine neue Studie vom letzten Herbst aus Österreich, da sind die Schulleiterinnen und Schulleiter befragt worden oder untersucht worden und das ging im Zusammenhang mit Fernunterricht. Was mutet man den eigenen Schülerinnen und Schülern der eigenen Schule zu? Und wir wissen alle, die hier drin sind, was Zumuten für eine Lernwirksamkeit hat bei Schülerinnen und Schülern. Und wenn natürlich ein Schulleiter, eine Schulleiterin der ganzen Schule weniger zumutet, weil sie vielleicht sozioökonomisch ein bisschen benachteiligter sind als andere, dann haben wir hier wirklich riesige Unterschiede, die wir selber produzieren. Und ich glaube, deshalb sollten wir tunlichst vom Hype beurteilen und vom immer genauer messen und immer noch mehr Kontrolle
wird ich uns ganz klar distanzieren, das Lernen in den Mittelpunkt stellen und nur dort wirklich eine Urteil, Bewertung, Begutachtung, dieses Wort gefällt mir eigentlich am besten, aber auch das sind nur Worthülsen, machen, wenn es wirklich auch nötig ist, wenn das auch irgendwo einen Zweck hat für eine Rückkopplung, für einen Lernweg, was auch immer. So. Es wurde schon ein wenig angesprochen, die Noten sind ja auch vielmals für Eltern sehr wichtig, um sich orientieren zu können, um zu wissen, natürlich in Anführungszeichen, wo steht mein Kind, wo bewegt es sich. Und bei der Umstellung von Systemen ist es ja extrem wichtig, dass die Eltern mitgenommen werden. Vielleicht, Philipp, kannst du etwas dazu sagen, wie habt ihr das gemacht? Und meine Anschlussfrage auch noch, Philipp. Ich habe gelesen, dass ihr in Schüpfen einen Versuch gemacht habt, dass die ganze Gemeinde ohne Noten gearbeitet hat und dass das gar nicht so einfach war. Kannst du dazu etwas auch sagen, bitte? Ja, ich möchte noch bei Jörg anschließen, der gesagt hat, ich denke, eine Beurteilung muss gar nicht fair sein oder gerecht sein, wenn es bei der Beurteilung darum geht, die Schüler zu fördern, wenn das Ziel ist, die Schüler zu fördern, dann muss eine Beurteilung gar nicht fair sein oder gerecht. Dann kann die Beurteilung genauso individuell sein wie die Lernwege und wie die Schüler selber. Und wie wir die Eltern ins Boot geholt haben, wir haben ihnen das ganz genau erklärt und wir haben viele Gespräche geführt mit Eltern, die gesagt haben, ja, die Noten helfen mir, wie du es gesagt hast, die Noten helfen mir zu wissen, wo mein Schüler steht. Und ich denke, wenn man eine gute Kommunikation hat oder gute Rückmeldeinstrumente, auch für die Eltern, dass sie sehen, wo die Schüler stehen und wenn sie wissen, die Schüler sind auf dem Weg, die lernen, sie gehen vorwärts, dann haben wir alles erreicht, was wir erreichen müssen in der Schule. Und da müssen wir die Schüler nicht einteilen und keine ungenügenden Noten verteilen. Wenn wir merken, ein Schüler, der kommt ins Stocken, der kann nicht mehr lernen, dann muss man da hinschauen und natürlich das die Eltern mit ins Boot holen und schauen, wie dieser Schüler wieder lernen kann. Aber indem wir ihm eine ungenügende Note geben, helfen wir ihm ganz sicher nicht, Lernerfolge zu erzielen. Und ja, die Schule Schüpfen, die Gesamtschule Schüpberg ist einer von vier Schulstandorten der Gemeinde Schüpfen und wir arbeiten sehr eng zusammen mit den Kollegen der anderen Standorte und wir haben das ins Schulprogramm aufgenommen vor einigen Jahren und es ist wahr, in einem großen Kollegium ist das ein sehr langer Prozess, von diesen Noten wegzukommen oder alternative Beurteilungsinstrumente zu entwickeln. Und wir haben einen Schulversuch gemacht, diesen Schulversuch, den du angesprochen hast, das war einfach mal so ein Ausprobieren während sechs oder acht Wochen, wo die ganze Schule auf Noten verzichtet hat. Und was dann passiert ist, ist natürlich, dass die Lehrer sehr schnell, die wussten ja, ich muss dann am Ende vom Schuljahr wieder eine Note machen. Und dann haben sie sehr schnell auf Punkte oder Worte oder Farben umgestellt. Und das ist natürlich am Schluss genau dasselbe wie die Noten. Ja. Und jetzt sind wir aber einen Schritt weitergekommen und haben einen ganz intensiven Dialog über die Beurteilung mit der gesamten Schule Schüpfen und das ist wirklich spannend. Ja, du hast ja vor kurzem erzählt, dass ihr gerade heute eine Weiterbildung zu diesem Thema auch gehabt habt. Also es ist wirklich ein Thema, an dem ihr dranbleibt. Ja, genau. Wir machen jedes Jahr Weiterbildungen zu diesem Thema und laden auch Fachpersonen ein, die uns immer wieder neue Inputs und Ideen geben und heute hatten wir eine Weiterbildung mit Schwerpunkt auf diesen Beurteilungsbericht, wo wir die Übergänge in die Sekundarstufe 2 thematisiert haben. Also gerade das Thema Selektion, das werden wir noch anschauen, das warten wir noch kurz. Ich nehme Bella Schnatz ins Gespräch. Meine Folgeaussage,
die Umstellung von Noten auf alternative Beurteilungsformen brauchen ja sehr viele Ressourcen, vor allem wenn es dann wirklich um personifiziertes Feedback geht, um Wörter, um Kompetenzen. Wie geht ihr damit um, dass das Team nicht einfach überfordert vom Zeitlichen, von allen Aspekten her? Aber zuerst kurz Bella und dann werden wir das noch besprechen. Ja, vielleicht kann ich... Sorry. Philipp, willst du noch was sagen? Ja, okay. Ich würde sehr gerne noch etwas dazu sagen, weil das immer wieder Thema wird, wenn ich unser Schulmodell vorstelle. Und als erstes möchte ich sagen, dass eine in Anführungszeichen gerechte Beurteilung, wo man alle Beurteilungen der Klasse und der Parallelklasse miteinander vergleichen kann, wo es keine Elternreklamationen gibt, wo man ganz genau weiß, welche Leistung wie viele Punkte gibt, das ist unheimlich anstrengend und ressourcenintensiv. Man muss sich im Kollegium absprechen, welche Tests, welche Aufgaben mit wie vielen Punkten beurteilt werden. Und da kann man, wenn man sich auf die Förderung fokussiert, kann man hier und nicht mehr gerecht beurteilen will, alle mit dem genau gleichen Beurteilungsmaßstab beurteilen will oder wenn man davon wegkommen will, ganz genau zu wissen, wo ein Schüler steht, dann hat man sehr viel Zeit, um den Schülern Rückmeldungen zu geben, um kleine Berichte ins Lernheft zu schreiben und mit ihnen Gespräche zu führen. Danke vielmals. Bella? Also wir sind gerade... Ich bin an einer Schule, es ist eine private Schule, aber wir sind eine Gesamtschule im klassischen Sinne von Vorkindergarten bis IB oder Matura. Und wir sind gerade im Umstellungsprozess. Dieses Schuljahr sind wir so ja, in der Hybridform zwischen Noten geben und eigentlich schon im Prinzip Richtung Going Gradeless unterwegs, was dann im nächsten Jahr komplett implementiert werden soll in den Unterricht. Und man merkt, dass man auf viele Widerstände stößt, vor allem auch bei den Eltern natürlich, dass es schwierig ist für die Eltern und da einfach Ängste auch vorhanden sind, die es zu überwinden gilt bei dem Thema, weil sie ja orientierungslos dann eigentlich sich fühlen und nicht mehr gut einschätzen können, ja, was bedeutet es dann, wie steht mein Kind? Und aber auch gleichzeitig ist es tatsächlich auch unter den Kollegen im Kollegium so, dass dort auch Ängste einfach vorhanden sind und es wirklich jetzt viele Fortbildungstage in diesem Schuljahr bei uns gebraucht hat. Und wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Wir arbeiten mit Kompetenzrastern und zusätzlich eben zu dem Schritt, dass wir komplett von den Noten weggehen. Das reicht ja alleine nicht, sondern man muss ja eigentlich eben die Beurteilungsform auch überdenken. Und wir sind von diesen summativen Tests, die immer noch vorherrschend sind in den meisten Schulen, eigentlich komplett weggekommen und bewegen uns jetzt Richtung formativen Beurteilen und Authentic Assessment, so in die Richtung, dass einfach wirklich das Lernen ins Zentrum gerückt wird und man schauen kann und zusammen mit den Schülern planen kann, wie die Lernreise weitergeht und eben nicht irgendwie nur noch die Beurteilung im Vordergrund steht. Also Assessment als eine Form, das Lernen in den Vordergrund zu rücken und eben nicht eine finale Beurteilung, so eine Art Stempel aufzusetzen. Vielen Dank. Eben formativ, summativ, wir kommen wirklich jetzt auf das ganz, ganz heikle Thema, die Selektion zu sprechen. Das ist ja schlussendlich immer wieder der Punkt, wo alle zurückkrebsen oder zurückgekrebst werden. Wir wissen das ja zum Beispiel auch im Kanton Zug, gibt es ja jetzt gerade so einen Präzedenzfall, wo ein Machtwort gesprochen wurde. Wie geht ihr mit diesem Thema um? Also gerade auch Philipp, ihr seid so anders unterwegs. Wie macht ihr das? Aber die Frage ist natürlich an die ganze Gesprächsrunde. Ja, das ist wirklich die Knacknuss. Und wir machen immer noch diese Selektion in Sek und Real. Bei uns hat sie nicht so viel Gewicht, weil alle zusammen unterrichtet werden und sehr schnell
vergessen die Schüler, wer in der SEC und wer in der Real ist. Aber es ist so, solange diese Selektion besteht, kann man dieses Dilemma zwischen Selektion und Förderung nie ganz auflösen, weil solange die Selektion da ist, muss man Schüler, die sich vielleicht anstrengen und trotzdem nicht so gute Leistungen erbringen, immer wieder zurückstufen und enttäuschen. Und wir konnten sie noch nicht auflösen. Vielleicht ist das ein nächster Schritt, den wir angehen, ja. Vielen Dank. Ja, die anderen sind, denke ich, noch nicht ganz so weit. Was sind eure Vorstellungen oder wie denkt ihr, könnte man dieses Dilemma wirklich sinnvoll angehen? Ich möchte da noch an dieser Stelle auch eine Lanze für das Beurteilen brechen. Es wurde jetzt viel gesagt, dass das Beurteilen eigentlich gar keinen Platz mehr haben sollte. Oder es ging um Worthülsen und so weiter. Ich finde sehr wohl, dass Beurteilen in die Schule gehört und dass es Teil von unserer Aufgabe ist. Die Frage ist, wie wir das machen. Wenn wir mit den Beurteilen immer wieder sagen, jetzt ist Unterricht und jetzt ist Lernen und alles toll und jetzt kommt Beurteilen und nachher kommt wieder das tolle Lernen. Das stimmt für mich nicht. Für mich muss das irgendwie eines geben. Und ich versuche bei uns an der Schule stark darauf zu arbeiten, dass man sagt, da gibt es gar keinen Unterschied, sondern beurteilt wird immer. Wir sind ständig in Beurteilungsprozessen und gerade auch als Lehrpersonen. Wir sind ständig am Schauen hinter dem Rücken von den Kindern oder mit den Kindern zusammen. Was passiert gerade? Wie siehst du das? Weshalb hast du das so gemacht? Also ich finde es etwas ganz Natürliches in einer Schule im Lernen, dass Beurteilen stattfindet. Und meine Konsequenz daraus ist, dass das Beurteilen viel mehr aus dem Lernen gezogen wird. Also weshalb müssen wir ständig solche speziellen Beurteilungsmomente schaffen, wo es heißt, und jetzt ist eine Prüfung auf Zeit, eine Lektion, 40 Minuten, das finde ich absolut blöd oder irgendwie nicht nah am Lernen gedacht, oder? Und ich denke, wenn man mehr aus dem Lernen das Beurteilen rauszieht, dann gibt es auch Produkte, Prozesse, die man beurteilt, es kommt zu mündlichen Momenten, zu schriftlichen Momenten und dann hat man sofort eine Vielfalt von Beurteilungsformen und dann macht dann eben auch der Ermessensentscheid wieder Sinn, oder? Wenn wir eine Schule vom Beurteilen her denken, die nur auf einem Stuhl und an einem Tisch funktioniert, mit einem DIN A4-Blatt, ja, dann würde ich auch nur schriftliche Tests machen und nur schriftliche Lernzielkontrollen. Aber das darf jetzt wirklich im Jahr 2021 nicht mehr passieren, sondern wir haben eine andere Schule, jetzt auch mit dem neuen Lehrplan, die vom Wollen, Können und Wissen hergeht, von der Kompetenzorientierung. Und dann müssen auch andere Formen entstehen. Und die sollen sich aber aus dem Lernen heraus entwickeln, unbedingt, oder? Und dann habe ich auch das Gefühl, ist man nicht mehr so in einem Dilemma nachher mit diesem Prozess auch Richtung Oberstufe, Übertritt und so weiter, weil man meistens mit den Eltern und den Kindern sehr offen diskutieren kann anhand von diesen Belegen, was gut geht, was weniger gut geht, wo Motivation ist, wo weniger Motivation ist. Und ich, wie auch meine Kollegin an der Primarschule Zeyen, Gabriela Baylor, die die 5., 6. Klasse hat, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man eigentlich noch vor dem Zeugnis, vor dem Übertrittszeugnis mit den Eltern über den Übertritt diskutiert, dann sind sich bei 80% von allen Fällen die Eltern, Kinder wie auch die Lehrpersonen meistens einig. Und man muss nicht immer um die Noten diskutieren, man kann ein offenes Gespräch führen. Und bei so, sage ich jetzt mal, 20-10% von den Fällen, da macht man dann noch ein zweites Gespräch, wenn das Zeugnis da ist und entscheidet aufgrund dieses Zeugnisses. Aber sonst entstehen bei uns an der Schule diese Übertrittsprozesse überhaupt nicht in einem Kontext von Noten. Ich würde gleich bei Dani gerne noch einhaken. Ich glaube auch, dass Beurteilung ein Teil von Schule immer auch bleiben wird. Und es ist ja auch so, dass die Schüler sich das auch wünschen. Also das fängt ja schon bei den ganz Kleinen an, die eine Sandburg bauen und fragen, wie ist die Burg? Habe ich sie gut gemacht? Also man braucht ja immer auch ein Gegenüber, um auch wissen, wo stehe ich? Und dann kommt es aber eben auch ganz fest auf die Lehrperson dann an, oder? Kann ich dann mit dem Kind einen nächsten Schritt gehen? Kann ich es zu einem nächsten Schritt motivieren? Oder ist das Kind selbst schon motiviert, wenn ich ihm eine Rückmeldung gebe? Und da komme ich auf einen Schritt, vielleicht greife ich etwas vor, aber ich finde halt, Lernen muss sichtbar sein. Wenn
die Schüler wissen, die Lehrpersonen wissen und auch die Eltern wissen, wo wird dann genau, was wird gelernt, wo sind wir dran. Wenn das sichtbar ist für alle Beteiligten, dann ist eine Beurteilung auch logischerweise sichtbar. Und ich glaube, auf das müssen wir mehr hinarbeiten. Oder ja, da stehen wir im Moment. Da glaube ich, das wird bei uns noch Thema sein. Im Chat läuft gerade die Diskussion über das Wording beurteilen, bewerten, Bewertung oder auch, ich bringe das Wort von Jörg noch rein, Begutachtung sind wichtige Unterschiede. Also es ist Einschätzung ist jetzt auch noch gekommen und da nehme ich jetzt Daniel wieder auf. Das hat mir super gefallen, was du gesagt hast, weil ich glaube, der Ermessensspielraum ist etwas, was wirklich neu dazugekommen ist. Der ist enorm wichtig und er soll zugunsten der Schülerinnen und Schüler ausfallen. Erstmal macht es viel einfacher und zweitens finde ich das auch richtig. Ich glaube einfach, dass dieses Einschätzen genau das Vermessen von Schülerinnen und Schülern eher in eine andere Richtung dann zieht. Und es wirklich, wie du sagst, und ich finde das eigentlich ein ganz schönes sagen wir mal, Gedankenkonstrukt, wie könnten wir mit den Schülerinnen und Schülern ihren Lernprozess begleiten und auch beurteilen darin, ohne jemals ein A4-Blatt zu verwenden. Und da glaube ich, da würden dann die bereits üblichen formativen Beurteilungen vielleicht dann auch plötzlich so summativ mehr genutzt. Und ich glaube, da würde die Vielfalt und auch das Einschätzen und Ermessen viel stärker gewichtet. Was immer aber dahinter steckt, und das glaube ich, machen einfach gewisse Schulen äußerst erfolgreich. Also ich glaube, wenn ich von euch höre, dann habe ich so ein Bild von mir, wo einfach schon enorm viel passiert ist, auch in der Zusammenarbeit mit Eltern. Und wenn das Vertrauen von Eltern zur Schule und umgekehrt vorhanden ist und gepflegt wird, dann glaube ich, ist ganz viel möglich. Und dann passiert das auch viel weniger, dass die Schule im stillen Kämmerlein irgendwas Neues, Freakiges ausheckt und die Eltern dann damit ein bisschen auch überrascht, sondern das wird wahrscheinlich automatisch viel mehr in einem Dialog entwickelt. Und ich glaube auch, dass es nötig wäre, das ist ein bisschen jetzt ein Rezept, sage ich mal, dass man zuerst innerhalb der Schule, und das ist auch die Ressourcenfrage, die du gestellt hast, Rahel, innerhalb des eigenen Teams intern miteinander abwägt, wie weit wollen wir den partizipativen Rahmen öffnen für das Thema Beurteilung und was muten wir uns selber zu in der Öffnung. Und dann in einem zweiten Schritt mit den Eltern zusammen an einer Lösung arbeiten. So weit und so offen dieser Rahmen dann auch sein kann. Und da glaube ich, dann verspricht man nicht zu viel, man überfordert sich nicht schon von Anfang an. Und ich glaube, dass die tragfähigen Lösungen zustande kommen, als wenn man die Eltern dann vor eine fixe, ja, neue Form setzt oder konfrontiert. Ich will noch einen ganz anderen Punkt kurz reinbringen, und zwar die Leistungsmessung, die Leistungsdiagnostik oder auch adaptive Lernsysteme, wo es ja vorgaukelt, dass es ganz klar einen Weg gibt, und auch eine Leistung wirklich messbar ist. Steht das jetzt nicht im Gegensatz zu der Richtung, wo wir jetzt die Diskussion hingeführt haben? Also wenn wir es, ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden, Rahel, dann glaube ich, dann warten wir noch ein bisschen. Dann haben alle Schülerinnen und Schüler die Smartwatch, habe ich es jetzt richtig gesagt, gerade umgekehrt, aber einfach eine so biometrische Uhr. Dann haben wir von der Kamera, vom Computer, die Temperatur des Nasenspitzes und wir wissen auch, wo die Augen hingucken und wie oft, dass sie wieder zum Wort zurückgehen und wie schnell, dass sie lesen. Das ist die Technische Hochschule in Karlsruhe. Die machen unglaublich adaptive Lernsysteme, wo alles gemessen wird. Und dann weiß man ganz genau, was im Hirn los ist und was ein Schüler, eine Schülerin dann schon kann. Die Frage ist einfach, wollen wir das? Wollen wir, dass der Schüler, die Schülerin nur noch die nächste Lernaufgabe erhält und gar nie mehr selber ins selber grübeln kommt, was für mich ein realistisches Ziel ist und was für mich eine nächste gute Lernaufgabe ist. Aber das kann man schon machen. Technisch wäre das möglich, dass man es den Lehrerinnen und Lehrern abnimmt und technologisiert und mit Algorithmen hinterlegt.
Ich habe in diesem Zusammenhang eine Schule in Holland, also in Amsterdam, gesehen. Das ist eine Oberstufe, viele Schüler mit Migrationshintergrund, und da gibt es nur noch iPads an der Schule, also keine Bücher mehr. Es wird nur mit iPads gearbeitet. Es gibt eine spezielle Software für die Lehrpersonen, wo sie genau schauen können, welcher Schüler steht wo mit seinen Lernzielen, welche sind erreicht etc. Ich finde, das ist eine sehr gute Erleichterung für die Lehrpersonen, auch für die Schüler, die wissen genau, woran sie arbeiten, und die sind mega motiviert. Also die haben uns die Schule gezeigt, die haben uns erklärt, wie das System funktioniert, alles auf Englisch, und ich finde, das wäre schon ein guter Schritt in die Zukunft. Ein spannendes Votum. Jetzt hat Christian im Chat noch geschrieben, und das widerspricht eigentlich dem, eventuell ein wenig, Conny. Er hat geschrieben, sollten wir eigentlich nicht mal von den Fächern wegkommen zuerst, anstatt von den Noten. Was denkt ihr dazu? Das wollte ich vorhin noch sagen. Ich finde, wenn wir ja von Kompetenzen reden und davon auch die Schüler so ganzheitlich anzuschauen und eben nicht nur Mathe, Deutsch, sondern eben auch die anderen Fächer anzuschauen, dann müssten ja eigentlich beim Übertrittsverfahren alle Fächer zählen. Da frage ich mich schon lange, wieso schaut man immer Mathe, Deutsch, Sprachen, vielleicht noch NMG an? Wieso zählt nicht Zeichnen und Turnen auch zum Schnitt oder für den Übertritt oder soziale Kompetenzen, wenn schon so wie eine Bewertung oder eine, ja, eine formative Beurteilung erfolgt? Fände ich ein guter Weg, aber ja. Da kann ich Conny nur zustimmen. Also das habe ich mich auch schon lange gefragt, warum wir da nicht schon das nicht aufbrechen. Aber grundsätzlich bin ich sowieso für das fächerübergreifende Lernen. Ich glaube, wir müssen wegkommen von den 45 Minuten Deutsch und dann 45 Minuten Englisch und dann 45 Minuten Mathe, sondern wenn ich einen Morgen im Wald verbringe mit den Kindern, dann können sie alles miteinander erleben und das kann fließend ineinander übergehen. Und was dann auch ganz oft ist, dass die Kinder intrinsisch motiviert sind und dann von selber aus darauf kommen, wenn ich da die Nüsse, die ich da gefunden habe, nehme und dann auf der anderen Seite einen Stein hinlege und ich versuche, das auszubalancieren, dann merke ich auf einmal, ein Stein ist vielleicht gar nicht so schwer wie 10 Nüsse oder umgekehrt. Also ich glaube, da das Spielerische auch wecken, und die Schule ist so verkopft. Ich glaube, wir müssen wirklich von diesem Verkopften weggehen und wieder ganzheitlich denken. Und da haben wir eigentlich den Lehrplan, der uns die Türen wieder geöffnet hat. Wir müssten sie einfach nur noch richtig aufschlagen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, Janine. Wir wissen so vieles und wir sprechen davon, aber es wird, so wie ich es erlebe, sehr wenig umgesetzt. Also gerade zum Beispiel das mit dem fachübergreifenden, wieso wird das nicht viel mehr gelebt? Wieso ist das nicht bei 80% der Schulklassen der Fall? Ich glaube, das hat ganz viel auch mit Mut zu tun, oder? Das heißt, auch loslassen können, Verantwortung loslassen können, Verantwortung übergeben. Nicht mehr, dass ich sage, wo es durchgeht, sondern ich bin eigentlich nur noch Begleiter und die Kinder bestimmen, wo der Weg hinführt. Und das kann man wie nicht vorhersehen, oder? Also ich kann heute nicht planen, meine Lektion, die ich für morgen halte, sondern ich stehe dann da und muss mich dem hingeben, was da kommt. Und ja, so sind wir einfach alle noch nicht lange unterwegs. Oder ja, die meisten auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, da können wir voneinander ganz viel profitieren, wenn wir solche spannenden Beispiele haben, die dann eben zeigen, hey doch, es geht eben doch. Und es braucht manchmal gar nicht so viel. Aber den Mut zu haben, einen nächsten Schritt zu gehen, ich glaube, das braucht es. Ich möchte da gleich anschließen noch bei Janine. Ich finde den Mut nicht nur bei den Lehrpersonen, sondern auch bei den Führungspersonen. Also Schulleitungen müssen meines Erachtens vor allem den Mut haben, weil sie sind diejenigen, die das verantworten, das pädagogische Schaffen an einer Schule, auch die Elternarbeit, die ganzen Beurteilungskonzepte. Und Mut haben bedeutet für mich einerseits, mit dem Team zusammen zu klären, welchen Spielraum haben wir und wo wollen wir hin. Und dann einen Fahrplan erstellen. Wann möchten wir dort sein? Was braucht es dafür? Mit wem müssen wir reden? Und etwas, was im pädagogischen Kontext oft eben nicht so stattfindet, finde ich, ist das Einfordern. Also es braucht irgendwie den Moment einmal, wo man dann auch sagt, wir setzen uns Ziele und wir müssen da und da
Zwischenziele erreichen oder Meilensteine, damit wir eben zu dem, was eigentlich möglich wäre, keine Noten während dem Semester, das ist jetzt in vielen Kantonen eigentlich Freipass für alle Schulen, es müsste einfach gemacht werden. Und das kann man planen und das kann man sich auf einen Weg begeben und dann braucht Schulleitungen oder pädagogische Führungen und ich denke, das ist die Krux an der ganzen Geschichte. Wie stellen wir gute pädagogische Führungen auf, die solche Ziele dann auch setzen und kontrollieren können, sodass das in einem Team umgesetzt werden kann. Und für mich ist vor allem der Mut, bei den Führungspersonen zu suchen und nicht bei den Lehrpersonen. Ich denke, die machen einen super Job an vielen Orten. Da ist vieles auch im Unterricht schon richtig aufgegleist. Aber die Führungspersonen, die müssen da noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben jetzt im Chat auch eben 5 Schulleitungen. Ihr seid teilweise von sehr kleinen Teams. Teilweise leitet ihr riesengroße Teams. Ich denke, das ist sicher ein Unterschied im Druck von den Eltern, in der Vergleichbarkeit unter der Klassenführung. Könnt ihr dazu noch kurz etwas sagen? Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Ja, ich verstehe meine Kolleginnen und Kollegen an großen Schulen, die sagen, ja, jetzt habt ihr ein bisschen eine andere Ausgangslage. Gleichzeitig ist dieses Thema aber nicht neu. Und die Frage, wie viel standardisieren ist für die Schule sinnvoll und gewinnbringend und wo ist das mit dem Standardisieren manchmal auch einfach gut gemeint, aber dann das Gegenteil von gut. Und ich glaube, das braucht wirklich das sowohl als auch. Ich erlebe das aber auch im Kleinen. Wenn wir sehr intensiv in den Stufenteams zusammenarbeiten und äußerst erfolgreich gemeinsam unterwegs sind und die Qualität steigen und die Arbeitszufriedenheit steigen damit, dann ist nicht gemeint, dass jede Klasse absolut gleichgeschaltet läuft, sondern die Idee ist, dass man wirklich eng für und miteinander arbeitet, aber auch schaut, wo es Autonomie braucht, wo man eigene Neigungen, eigene Stärken einbringt, wo vielleicht eine Klasse an einem anderen Ort steht als die andere und ein anderes Programm braucht oder einen anderen Inhalt oder was auch immer. Und ich glaube, das ist auch die Kunst dann im Großen zu sehen, hey, die Indianer, die muss man im Kleinen wie im Großen Team mal losschicken. Die sollen einfach wieder zurückkommen bitte und dann von ihren Erfahrungen berichten, wenn sie mal was ausprobiert und etwas pilotiert haben. Und gleichzeitig könnte man das auch mit Schulteams tun in einer großen Gemeinde und sagen, also, es muss nicht jedes Schulhaus genau mit den gleichen Leitsätzen unterwegs sein, sondern doch die mal das machen, aber dann bitte zurückkommen und erzählen, wie es war. Und das, glaube ich, ist ein bisschen auch eine, wie soll ich sagen, Einstellungsgeschichte, ob man denkt, es ist immer besser, wenn alles genau gleich getaktet ist. Ich funktioniere auf jeden Fall nicht so. Vielen Dank, Jörg. Ich will euch 5 jetzt noch kurz die Zeit geben. Was ist euer Vorsatz? Wie könnt ihr das, was ihr denkt, was ihr macht, auch weitergeben? Also, dass es nicht bei euch bleibt, sondern dass viele Menschen davon profitieren können. Also ich glaube, mich hätte noch Wunder genommen, wie viele heute wirklich von der Schulzeit hier sind und welche sind vielleicht aus der Wirtschaft oder als Eltern hier. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so einer Blase bleiben. Also so die Schulblase, sondern dass wir die versuchen zum Platzen zu bringen und alle, das Wasser, das dann da so verspritzt, dass wir das weiter verbreiten können. Weil ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt in der heutigen Zeit. Wir müssen uns vernetzen und wir müssen versuchen, dran zu bleiben, also zu fühlen, was sind das für Leute da draußen und wo weht auch der Wind und auch unseren Wind da reinbringen. Und ich glaube, für mich ist einer der Skills, den man wirklich braucht in Zukunft, ist das Vernetzen und Netzwerken. Danke. Dani? Zusammen Unterricht machen. Ich denke, das Zeitalter des Einzelkämpfertums ist vorbei. Man muss miteinander Unterricht machen und dann ist man sofort auch im Austausch. Was sind gute Beurteilungsformen? Wie wollen wir beurteilen? Wir müssen das nicht mehr immer auf die Schultern von einer Person laden, die alles machen muss. Unterrichten, Kinder betreuen, beurteilen. Sondern das kann ein Team machen. Teams haben so kritische Größen von etwa 12 Personen. Das entspricht jetzt meinem Team als ganze Schule und bei Jörg wird es vielleicht anders aussehen, der müsste da mehrere so kleine Teams haben, aber
um das geht es. Man muss miteinander lernen, Unterricht zu machen und eben nicht nur Unterricht, der auf einem Arbeitsplatz, die in A4 stattfindet, sondern dieses ein bisschen ausweitet und verlässt und vielleicht auch mal die Schulzimmertür nach draußen nimmt. Genau. Vielen Dank. Philipp, dein Schlusswort. Ja, mir geht es genau gleich. Ich schließe mich da an. Wir haben noch lange nicht die Lösung gefunden. Wir sind jeden Tag mit vielen Problemen und vielen ganz schönen Momenten konfrontiert mit unseren Schülern und im Team. Und ein intensiver Austausch im Kollegium und eine intensive Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, das ist das A und O, dass man vorwärts kommt und sich verbessern kann und einen besseren Unterricht für die Schüler realisieren kann und dass die Schüler die Schule als Lebenszeit erleben und nicht Angst haben müssen vor Situationen oder Beurteilungsberichten in der Schule. Vielen Dank. Jörg? Ja, ich glaube, dass, also ich hoffe zumindest, dass uns Sven und Florina und Imram und Mara nach diesem heutigen Abend wirklich noch weiter begleiten. Und ich hoffe auch viele Voten von euch, dass die uns weiter begleiten und irgendwie etwas auslösen. Und ich habe heute Abend wirklich vieles auch wieder gehört, was mich wirklich total positiv auch stimmt. Und ich denke, ja, wir haben doch jetzt irgendwo mit Lehrplan 21 und diesen tollen Bildungsverständnis setzen auf der zweiten Seite, dass wenn man das liest, das ist wie früher das, beim Bund gestanden ist über Bildung, das war einfach ein bisschen veraltet und jetzt steht da was so Gutes drin, das müsst ihr unbedingt nachlesen und das muss man irgendwie auswendig können und dann unterwegs sein und mit seinem Team und mit den Eltern und den Schülerinnen und Schülern wirklich so gemeinschaftlich etwas erreichen, bei jedem Standort ein Stück weit auch die eigene Identität finden. Ich glaube, es geht wirklich darum, so das Lokale um einem herum in der Schule gut mitzudenken. Und deshalb gibt es nicht das Patentrezept für die nächste Schule, weil es ist wirklich, das Umfeld ist so entscheidend, es ist überall ein bisschen anders, dass man da wirklich miteinander für die gute Lösung schaut. Und ich glaube, diese ermutigenden Beispiele, das war jetzt wirklich also ein Zufall, wie ich gehört habe, alle, die heute da mitgesprochen und mitgewirkt haben, sind Autorinnen und Autoren von unserem Visionsbuch «Schule 21 macht glücklich». Philipp, du hast einen ganz konkreten Beitrag dabei zum Thema Beurteilen. Daniel, du auch. Janine, du schreibst mehr über die Beziehungen. Und Goni, zum Schulraum und zu den Lernlandschaften. Rahel, du hast einen Wahnsinns-Schulleiter im Bündnerland interviewt zu seinem Schulraum und seiner Vision. Und dann noch über Fremd- und Selbstgestaltung. Also das lohnt sich. Es ist noch ein bisschen Werbung am Schluss, aber dafür lasse ich das mit der Selektion jetzt weg. Danke. Und das letzte Schlusswort noch für Conny. Ja, ich kann mich nur anschließen, dem, was Jörg und die anderen Vorredner gesagt haben. Ich finde, Zusammenarbeit, Vernetzung mit den Eltern, Vernetzung untereinander ist extrem wichtig. Von dem her finde ich den Anlass heute sehr gelungen und ich finde es cool, wenn man solche Sachen weiterführen könnte, über Themen, über Sendungen austauschen. Und wir haben da auch schon 2-3 Ideen, auch mit Rael. Und die Reise geht weiter. Vielen Dank euch allen.